heute. Da haben wir ein neues Booster. Dominaria. Ich habe das Setup jetzt noch mal minimal verändert. Mal gucken, wie es jetzt wird. Das ist jetzt alles noch so ein bisschen Finding. Die letzten paar Booster liefen ja sehr, sehr gut. Aber ich habe jetzt noch ein paar neue Sachen bekommen, die ich jetzt austesten möchte. Mit ein paar Lichtern und so weiter. Und dementsprechend kann das sein, dass die nächsten paar Booster-Openings noch etwas halb provisorisch rumlaufen. Wir haben die Karte Bewaffnung des Waldes. Das ist ein deutsches Booster, okay. Spontanzauber für ein grünes Mana. Legen wir eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur unserer Wahl. Diese Kreatur kriegt Reichweite. Okay. Dann haben wir das da. Beichtvater der Felsenburg. Okay. Ein Mana 1/1 mit Bonus 3. Man kann 3 Mana zusätzlich bezahlen mit Bedrohung. Also kann nur von 2 oder mehr Kreaturen geblockt werden. Und falls er gekickert wurde, also gebonust wurde, kriegt er 2+1/+1 Marken. Okay. Was haben wir hier? Assistent des Handwerkers. Ein Mana 1/1 fliegend, immer wenn ihr einen historischen Zauberspruch spielt, dürft ihr Hellsicht 1 anwenden. Okay. Dann kampfbereiter Feldwebel, 3 Mana, 2/3. Oh, so. 2/3. Und auch mit Bonus für ein weißes, für Farblose. Und wenn ihr Bonus bezahlt habt, dann kriegt ihr noch 2 Soldaten. Okay. Oh, kurz die Hand mal kurz wechseln hier. Inbrünstiger Hieb, für ein Mana kriegt die Kreatur +1/+0 Erstschlag und Eile, das ist nicht schlecht. Abenteuerlust für ein grünes Mana, schauen wir die obersten 3 Karten unseres Decks an und wir bringen eine Kreatur oder Landkarte davon auf die Hand und der Rest geht unters Deck. Ballerverschlinger, 4 Mana, 4/4 mit Bonus, wie viele Bonuskarten hier drin sind. Falls er gekickert wurde, gebonust wurde, kriegt er 3+1/+1 Marken. Dann haben wir die Kavallerie rufen. 4 Mana Hexerei. Wir kriegen 2 Ritter, Kreaturen, Spielstand und Wachsamkeit. Kraftstein, Scherbe, 3 Mana Artefakt, Tappen. Man kriegt ein farbloses Mana für jedes Artefakt namens Kraftstein, Scherbe, die man besitzt. Das ist eine coole Karte tatsächlich. Die finde ich cool. Oh Gott, muss man einmal so. Ruchlose Opfergabe für 2 Mana mit Bonus. Opfer eine Kreatur. Eine Kreatur kriegt -2/-2. Wenn ihr Bonuskosten bezahlt habt, -5/-5. Dann Gedenkstätte des Kriegers. Kommt getappt ins Spiel für Tappen für ein rotes oder 5 Mana Tappen zerstöre die Gedenkstätte des Kriegers. Oh mein Gott. Jungs und Mädels da draußen, seht ihr das da? Das ist Corona, die falsche Göttin. Wow. Das ist eine alte Karte mit einer urig alten Geschichte. Die hat versucht, die Sliver Queen zu ersetzen. Geil. Dann haben wir das verweilende Phantom. 6 Mana, 5/4. Und immer wenn ihr einen historischen Zauberspruch wirkt, könnt ihr ein schwarzes bezahlen. Falls ihr dieses tut, könnt ihr es im Friedhof die Hand zurückbringen. Ein Draft bestimmt ziemlich cool. Oh, legendäre Kreatur. 5 Mana, 3/3. Immer wenn ein Land in eurer Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt ihr ein Leben und zieht eine Karte. Das ist stark. Die ist aber nicht voll, auch wenn die so aussieht im Video. Krass. Dann Erwachen des Waldes. Damit wollte ich ein Pionierdeck bauen. Nice. Naja, für 3 Mana Hexerei bis zum nächsten Zug werden alle Länder, die man kontrolliert, zu 2/2 Elementarwesen mit Reichweite, Unzerstörbarkeit und Eile. Das Ding ist einfach so strong. Das ist einfach so strong. Dann haben wir einen Sumpf aus Kamigawa. Wenn ich es richtig sehe. Und ein Saproling-Token. Ja, das war das Booster. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich ändere jetzt so ein bisschen was im Setup und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, Abdexel. Ciao, ciao.